Waves hat ja Wellen geschlagen, ne? Ja, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt, werden wir auch gleich tun. Ja. Waves, ne? DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe hier in deinem DAW-Versteher-Podcast hier aus dem wunderschönen Hallen. Aus den wunderschönen Hallen des Toria Mastering. Schon wieder gut los heute. Es war sehr witzig, weil beim letzten Mal, als ich den Ton nachbearbeitet habe von unserer Aufnahme, war es tatsächlich so, dass beide Mikros auf waren und es war tatsächlich Hall hier im Raum, als ich Hall gesagt habe. Also von daher lassen wir das einfach mal stehen. Die wunderschönen Hallen vom Storia Mastering Studio hier in der Nähe vom Holtwicker Ei. Ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwick. Björn Schlüter, danke für die Einladung. Jonas, es ist mir eine Ehre, dich hier heute wieder begrüßen zu dürfen, zu dieser ganz besonderen Folge. Ja. Weil wir machen ja quasi jeden Feiertag zu etwas ganz Besonderem. An Weihnachten kam eine Folge raus. Jetzt kommt an Ostern. Ostern, genau. Die nächste Folge raus. Also ich weiß nicht, wie wir das noch toppen können. Ich kann das nur mit einem Zitat meiner Freunde Atze Schröder und Till Hoheneder toppen, die ja, als sie die zärtlichen Cousinen angefangen haben, da war jede Folge quasi die Jubiläumsfolge. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Ich weiß nicht, ob die das bis heute noch machen. Aber es gibt ja auch Künstler, die sind seit 15 Jahren auf Abschied. Tournee. Ja, zu Recht. Die Scorpions zum Beispiel, die haben doch tatsächlich jetzt verkündet, dass sie nicht mehr in Russland spielen werden. Und sitzt du? Ja, für alle, die es nicht sehen können. Die haben Wind of Change umgetextet. Mhm. Weil es gibt eine Stelle bei Wind of Change, die fand ich persönlich immer ganz textlich, kann man darüber diskutieren. Aber er singt dann, wie er die Moskwa runterläuft Richtung Gorki Park. Mhm. So, und die Stelle haben sie jetzt rausgenommen. Down to Gorky Park, ja. Genau. Und haben die Stelle jetzt umgetextet auf irgendwie Freedom for Ukraine oder so ähnlich. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, was sie da reingemacht haben. Aber für ein klares Statement aus Hannover, definitiv, von den Scorpions, tatsächlich zu sagen, okay, also wir haben da wirklich mit unsere größten Erfolge gefeiert in Russland. Aber es wird in unserer Karriere wohl nicht mehr passieren, dass wir da nochmal auftreten. Und da sieht man mal, was für einen Schaden der Putin mal abseits von allem, was er sowieso schon anrichtet, da auch für sein Volk macht, dass er wirklich auch da einen irren kulturellen Beschnitt macht. Jetzt kann man über die Scorpions diskutieren, aber das wird ja sich nicht nur beschränkt sein auf die Scorpions, sondern insgesamt auch im kulturellen Bereich ein extremer Einschnitt sein. Und in beide Richtungen natürlich. Ne? Russische Künstler nicht mehr auf der Welt und europäische und Weltkünstler nicht mehr in Russland. Weiterer Künstler, der ja immer viel in Russland aufgetreten ist, Thomas Anders zum Beispiel. Riesen Fangemeinde, ja wirklich unfassbar große Fangemeinde. Ja, aus der Modern Talking Zeit noch. Also ja. Russland ist ein riesen Modern Talking Fan. Und da konnte der regelmäßig auftreten, kann er jetzt nicht mehr. Ist jetzt komplett weggebrochen. Weil einer im Kreml meint, er müsste jetzt mal hier den großen Diktator spielen. Ja, ist irgendwie ein leidiges Thema. Ja, aber dass es so nah an der Kultur dran ist, finde ich so ja, so Kultursport, irre, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen mitgekriegt, dass ja wieder diskutiert wird, ob jetzt doch wieder weißrussische und russische Sportler, Athleten zu den Olympischen Spielen zugelassen werden sollen oder nicht. Ein Thema 100 Meinungen, ne? Ja, genau. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Platz, um das irgendwie final auszudiskutieren. Aber vielleicht können wir das überbrücken mit einem kleinen Anstoß, denn du hast uns heute beiden Frau Meyers Kaffeemischung serviert. Genau, letzte Mal für die eifrigen Zuhörer gab es ja für mich schon mal die Frau Meyer. Gab es die Mischpackung. Du hattest noch Chocolate die Chocolate Chiller von den Sizzle Brothers. Jetzt beide Frau Meyers Röstkaffeemischung oder so. Ja. Nussig und malzig steht drauf. Ja, und ich darf an dieser Stelle verkünden, bevor wir trinken, dass ich unter allen Leuten, die unter diesem Video kommentieren, dass ich da eine DAW-Versteher-Tasse verlosen werde. Das ist total verrückt. Also, wer bis hierhin schon gehört hat und es geschafft hat, bis hierhin durchzuhalten, in Anführungszeichen, der hat die Chance mit einem netten Kommentar, also schreib was rein, irgendwie Björn hat die Haare schön oder sonst was irgendwie und dann kannst du am Gewinnspiel teilnehmen. Ich werde eine Woche nach Veröffentlichung dieses Podcasts, werde ich dann in die Kommentare reinschauen und werde eine Tasse verlosen, eine limitierte DAW-Versteher-Tasse. So, darauf und auf Frau Meyer. Ja. Schöne Ostern. Ihr müsst nur alle Ostereier finden. Sehr spannend, der Ostereier. Ich bin gerade auf der Herfahrt, ich höre im Deutschlandfunk immer und weil da läuft so herrlich schön wenig Musik. Und
tatsächlich, ja, wenn du dich beruflich mit Musik auseinandersetzt, dann ist es hin und wieder auch mal ganz schön, wenn Leute einfach nur reden. Wie sagt immer ein Kollege von mir, der Dozent an einer Hochschule für Musik ist, ja, ich hasse Musik und Menschen. Beste Voraussetzung, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ging es gerade um Eier irgendwie, ist klar. Irgendwie bei Ostern geht es oft um Eier und da ging es aber auch um Eiersatzprodukte. Da hatten sie einen aus der Ei-Industrie da, der natürlich die sämtlichen Legehennen, Batteriebesitzer da vertritt und so weiter. Spannende Diskussion, spannende Impressionen auch im Bereich, was es an Ei-Ersatzprodukten gibt mittlerweile und wie nah die da dran sind. Also ja, wer es verpasst haben sollte, im Deutschlandfunk in der Mediathek, die ich sowieso generell empfehlen kann, weil super Hörspiele, super Podcasts, super eine Stunde History, habe ich schon oft gesagt irgendwie und so weiter. Deutschlandfunk, Mediathek, da gibt es dann halt auch die Verbraucherzeit, heißt die, glaube ich, und da geht es dann. Eines Tages wird dann auch der DAW-Versteher-Podcast dort. Exklusiv? Nein, natürlich nicht exklusiv. Ich habe tatsächlich neulich einen Podcast gesehen, der exklusiv war. Den Namen von einem Typen, der ist sehr erfolgreich. Den habe ich vergessen, aber sein Gast war Mr. Beast. Ich weiß nicht, ob du Mr. Beast kennst. Mr. Beast ist der erfolgreichste YouTuber ever. Okay, nee, ich glaube nicht. Ever. Also wirklich ein Typ, der ein kompletter Nerd. Mr. Beast ist so ein. Ja. Nicht so wie wir. Nee, nicht so wie wir, sondern nicht so Rock'n'Roll, so wie wir, ne? Sondern, wenn du dem auf der Straße begegnest, würdest du sagen, ja, jetzt noch ein Stehkragen dran und das ist ein Jurastudent, so, ne? Aber cool. Mr. Beast macht wirklich irres Zeug und ist so ein totaler Nerd. Der ist angefangen, der ist jetzt, glaube ich, 23 und ist angefangen, mit 13 irgendwie YouTube zu machen. Ganz am Anfang, hat dann kurz unterbrochen, um Sport zu machen und dann wieder zurück zu YouTube. Und der hat halt YouTube inhaliert. Und zwar nicht nur das Videos machen, sondern hat sich wirklich mit einer Gruppe von Nerds immer zusammengeschaltet und mit denen einfach drüber diskutiert, was funktioniert bei YouTube und was funktioniert nicht. Mhm. Und hat das dann immer weiter zu einem irren Wissen aufgebaut, was dazu führt, dass der einfach Videos hat, die 300, 400, 500 Millionen Klicks generieren. Und das nur im englischsprachigen Bereich. Nee, der Typ ist tatsächlich, also da hast du bestimmt schon mal ein Video von gesehen, der macht so Videos zum Thema, ich schenke einer Frau 100.000 Euro. Mhm. So, und dann geht er los und verschenkt auf der Straße und fängt das mit der Kamera auch ein und verschenkt 100.000 Euro. Und es geht natürlich darum, diese Reaktionen von den Leuten einzufangen, diese Emotionen einzufangen und auch diesen Wahnsinn einzufangen. Und das waren so ein paar Videos. Dann macht er extreme Challenges zum Beispiel. Ist das erfolgreichste Video von ihm jetzt gerade, haben die Squid Game nachgespielt. Aber jetzt nicht irgendwie, da läuft einer und hat sich jetzt irgendwie so eine Maske aufgesetzt und dann spielen die da ein bisschen Squid Game oder sonst was. Nee, die haben eine Halle, die hat 50.000 Quadratmeter, da haben die alle Spiele reingebaut, die bei Squid Game drin waren und haben dann irgendwie 500 Leute da reingejagt oder 800 Leute da reingejagt und dann musste am Schluss einer übrig bleiben und der kriegt 1 Million. So, also totaler Größenwahn. Das kann der Typ machen, weil der jeden Euro, den der mit YouTube verdient, den behält er nicht für sich, sondern steckt er wieder in YouTube rein. Mhm. Und er erzählt dann in diesem Podcast, was irre spannend. Der Typ ist 23 und was der für Gedanken und Ideen hat, da wirst du komplett blank und was der für eine Energie hat, auch dieser Typ. Er sagte, ja, wir haben so ungefähr mit 2,5 Millionen fürs Squid Game gerechnet. Am Schluss sind es dann 4 Millionen geworden. Aber so what? Ich meine, 400 Millionen Klicks irgendwie und was da noch alles dranhängt. Und allein die Tatsache, dass der auf die Idee gekommen ist, seine Videos zu nehmen, im englischsprachigen Bereich, wie gesagt, schon der erfolgreichste. Und dann hat ihm irgendeiner gesagt, guck mal, es gibt ja noch so und so viele Leute, die Spanisch sprechen. Und hat es in seinem Kopf Klick gemacht, bumm, ey, wenn wir alle Videos, die wir haben, nochmal auf Spanisch übersetzen, also richtig synchronsprechermäßig übersetzen lassen, dann haben wir den Rest der Welt ja quasi schon mitgenommen. Ich meine, wird auf der Welt gesprochen? Chinesisch, Indisch, Spanisch und Englisch würde ich sagen, Französisch und Portugiesisch können wir jetzt drüber diskutieren, ne? Mhm. Aber er hat diesen Gedanken genommen, seine Videos dann nochmal übersetzt und auch da den gleichen Erfolg nochmal. Und alle Kohle, die da reinkommt, steckt er wieder da rein. Also ein faszinierender Typ, Mr. Beast, kann ich nur empfehlen. Ich schicke dir mal den Podcast und für alle, die uns zusehen oder hören, ich packe den Link mal unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr da mal reingucken könnt. Mega spannend, ist englischsprachig, aber dieser Typ ist komplett crazy. Das total. Und der Typ, der ihm gegenüber sitzt, ich habe wie gesagt den Namen vergessen, aber der war einer von den Leuten, die sich Fear Factor ausgedacht haben. Also Produktion, wo du wirklich mit deinen Ängsten konfrontiert. Also totaler Irrsinn. Wie gesagt, auf Englisch muss man dann sprechen oder weiß nicht, ob man bei Spotify mittlerweile übersetzen kann, aber wie bin ich drauf gekommen? Ich habe diesen Podcast angemacht auf Empfehlung von unserem Freund Timo Krämer vom Producer Network. Liebe Grüße, Timo. Und da wurde parallel ein Video eingeblendet. Das heißt, der Podcast lief, du konntest ganz normal Spotify gucken
Und du konntest aber gleichzeitig die beiden auch sitzen sehen im Studio. Das heißt, dieser Podcast war anscheinend Spotify-exklusiv. Mhm. Und wurde dann quasi mit Video abgespielt, sodass das. Auf Spotify. Auf Spotify, ja, genau. Das heißt also, wenn du Spotify dann, ich weiß nicht, ob das am Handy auch geht, aber wenn du es am Rechner geguckt hast, so wie ich, dann konntest du dieses Video anzeigen lassen. Im Prinzip das, was wir bei YouTube regelmäßig machen. Ne? Ja. Nur eben bei Spotify. Ich befürchte, dass das so ein Spotify-Exklusiv-Feature ist, sonst könnten wir das ja bei Spotify auch machen. Aber ich muss da mal recherchieren. Aber das war sehr spannend und ja, über den Mr. Beast Podcast bin ich drauf gekommen. Und der Typ, ja, braucht man nicht diskutieren. Also. Wahnsinn, ja. Ja, aber weil der Typ eben nicht nur so komplett YouTube ist, sondern der ist halt wirklich auch ein Menschenfreund, würde man sagen. Hat zum Beispiel mit dem Geld, was sie an Überschüssen haben, gründet der in Amerika jede Menge freie Küchen, wo Leute sich Essen abholen können. Mhm. Also nicht gekochtes, sondern wo die sich Essen abholen können. Ja. Und dann machen die einen Post in verschiedensten Städten und dann kommen da irgendwie 1000 Leute hin und die kriegen dann für über 100 Euro Lebensmittel. Also die komplette Kohle, sagt, ich brauche nichts. Ich stehe morgens auf, ich habe zu essen, ich habe meine Klamotten und ehrlich gesagt mache ich das hier nicht, um reich zu werden, sondern weil ich einfach Bock drauf habe. Also klar, mit 23 bist du ja auch noch unsterblich, mehr oder weniger. Ne? Gut, ich schätze mal, da wird immer noch genug abfallen auch für ihn. 100 pro und sei ihm auch total genau. Vergönnt. Ne? Aber wenn der anfängt zu erzählen, wie viele Nebenbusinesses der gemacht hat. Hat er sich mit seinem Fame, den er natürlich jetzt da auch in Amerika hat, hat er sich zur Pandemie überlegt, er bringt einen Mr. Beast Burger raus. Aber wie machen? Machst du ja jetzt nicht eine Burgerkette oder sonst was irgendwie? Also hat er das im Franchise-Gedanken gemacht und hat diesen Mr. Beast Burger quasi nur kreiert, dafür ein Rezept geschrieben, wie das im Prinzip in der Systemgastronomie ja auch gemacht wird. Mhm. Da kannst du auch überall den gleichen Burger essen und hat das dann verschenkt an kränkelnde Burgerläden. Oder nicht verschenkt, irgendwie hat gesagt, pass auf, wir kriegen irgendwie, ihr verkauft den Burger und von dem, was übrig bleibt, kriegen wir 20%. Ich will nur, dass ihr die Pandemie übersteht und dass ihr über die Runden kommt und so weiter. Und das ist eine Idee, wo jeder BWLer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, die schönen Millionen irgendwie. Und der Typ sagt einfach, nee, mir geht's einfach nur darum, dass es allen gut geht. Und du denkst so, ja, also je länger du erzählst, glaube ich es dir. Apropos, dass es allen gut geht und Größenwahn und sowas alles. Ja. Yeah. Es gab ja durchaus auch einen sehr interessanten Vorgang in der Audio-Welt. Ist jetzt schon wieder knappe. Du meinst einen, der Wellen geschlagen hat? Wellen geschlagen hat, genau. Und zwar ist es ja jetzt schon wieder anderthalb Wochen her. Ja. Und ich glaube, die meisten werden wissen, worum es geht, nämlich um den Plugin-Hersteller Waves Audio. Und ich musste ja wirklich ein bisschen schmunzeln, als ich diesen ganzen Prozess was dann da eben so passiert und berichtet wurde, gesehen habe. Tatsächlich ist es so ein bisschen an mir erst vorbeigegangen. Ne? Okay. Weil ich halt nun mal keine Waves-Plugins benutze, so wie ja die meisten, die mich kennen oder die den Podcast hören oder Videos schauen, schon wissen, dass ich kein Fan von Waves-Plugins bin. Ja. Und ich habe das dann irgendwann gelesen, weil in ganz vielen Stories wurde das geteilt und so. Und ich dachte so, hey, was ist denn da jetzt genau irgendwie, ne? Und habe das dann mal so ein bisschen recherchiert und habe dann gesehen, dass unter diesem, ich weiß gar nicht, ob es noch online ist, bei Instagram, unter diesem Post von Waves, dass es jetzt eben nur noch dieses Subscription-Modell gibt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare da drunter waren. Und das war ja wirklich. Und keine freundlichen. Nein, überhaupt nicht. Ne? Also, wo ich dann erstmal auch dieses Ausmaß irgendwie verstanden habe, irgendwie und darüber nachgedacht habe, was das denn so bedeutet für die Leute, weil letzten Endes, es ist ja so, wenn du kaufst irgendwas und es wird wertlos. Mhm. Aber nur, weil der Hersteller beschließt, dass es wertlos wird, ja. Und zwingt dich in ein anderes Modell, was ja völlig legitim ist, das anzubieten. Es macht prinzipiell ja. Ne, Universal Audio, Plug-in Alliance, Slate, Schlag mich tot, machen das natürlich alle. Ja. Neben der Möglichkeit, dann eben die Plugins zu kaufen oder von vornherein. Wir hatten uns ja noch drüber unterhalten. Slate, wo ich gesagt habe, naja, du kannst eben die Plugins nicht einzeln kaufen aus diesem Mix-Rack, ja. Ne? Aber andere schon. Und bei Plugin Alliance und so ist es ja auch so. Und heutzutage durch diese Vielschaft an oder Vielschar an Anbietern von Plugins, denkt man ja immer so, ja gut, dann halt nicht Waves, dann halt Plugin Alliance oder irgendwas. Ja. Aber in den USA ist Waves die halt Nummer eins. Pro Tools und Waves ja. ist
Wir sagen immer Industriestandard. Die wenigsten werden wissen, was das bedeutet wirklich, Industriestandard. Ne? Du kannst in jedes Studio, in jedes große kommerzielle Studio auf dieser Welt, gerade in den USA gehen. Und da ist definitiv eine Lizenz Pro Tools und da ist definitiv einmal das Alles-Bundle plus Sahne von Waves. Heißt das Mercury oder Hercules-Bundle oder wie heißt das Bundle, das man dann da abschließt? Irgendwie, das ist doch, das hat doch so ein ganz besonderes. Ich habe für alle, die es hier gesehen haben, ich bin aufgestanden, habe geguckt, ob die Kamera läuft. Ich bin mittlerweile so ein bisschen paranoid nach unserer Erfahrung beim letzten Podcast, den wir zweimal aufgezeichnet haben. Ich habe auch ein Bundle von denen, ich glaube Gold oder sonst was irgendwie. Ja, ich habe auch irgendwie sowas damals gehabt. Und was mich ich habe mich doppelt drüber geärgert. Also zum einen habe ich mich erstmal einfach, ich habe das auch gar nicht mitgekriegt, so just in time habe ich das gar nicht mitgekriegt, weil Waves ja praktischerweise an seine Kunden auch gar keine Mail verschickt hat. Fand ich schon mal, als ich es dann herausgefunden habe, ich habe dann, es gibt einen YouTube-Kanal, Chris Sellem, der macht Mixdown Online auf Cubase. Mhm. Ziemlich cooler, kerniger Typ, irgendwie so ein Bart, irgendwie so eine schwarze Hornbrille und so weiter. Du bist jetzt ja Cubase-User. Nee, bin ich nicht, aber ich guck natürlich jeden von mir nicht an. Hast du doch jetzt gekauft? Ja, und? Heißt doch nicht, dass ich es benutzen muss, oder? Ich habe keine Zeit für gehabt. So wie mein Waves-Bundle. Geht ja schon gut los. Aber ich habe bei Chris Sellem dann gesehen, der richtet sich über Waves auf. Ich denke, was ist denn da los? Reingeguckt und so. Den. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, Chris war schneller als ich, aber ist ja gut, englischsprachiger Bereich. Aber diese Woche mache ich eh kein Video, weil ich bin im Moment im 2-Wochen-Turnus. Ne? Diese Woche mache ich eh kein Video. Das habe ich gesehen am Dienstag oder so. Und dann hat das in mir gekocht. Und dann ist das bei mir hochgekommen, was da wirklich dranhängt. Weil dann habe ich bei denen auf die Seite geguckt und dann habe ich halt auch in die FAQ reingeguckt und gelesen, dass tatsächlich Leute wie ich, die Plugins gekauft haben, noch bis zum nächsten, noch ein Jahr lang Update-Plan haben, je nachdem, wie lange sie den bezahlt haben, und danach nicht mehr, was im Prinzip okay ist, weil du kannst die Plugins ja weiter benutzen, aber jemand wie ich, der hin und wieder auch mal eine Festplatte neu aufsetzt, ein neues Betriebssystem installiert, der muss ja dann wieder was installieren, und oft genug ist es zumindest bei Mac-Usern so gewesen, dass du dann, wenn du die neueste Version nicht installiert hast, dass sie einfach nicht mehr kompatibel war und nicht mehr lief. So, also Update Zwang. Und ich habe mich ja eh schon immer darüber aufgeregt, dass man diesen Update-Plan kaufen muss. Weil welcher Plugin-Hersteller, wo musst du ein Update bezahlen? Also noch nie gehört, ne? Wie gesagt, bei DAWs kann ich es nur vom Entwicklungsaufwand so halbwegs nachvollziehen, irgendwie, obwohl ich bringe immer wieder Logic an, wo es kostenfrei ist, aber hängt vielleicht auch mit der Hardware zusammen. Aber bei Plugins, ich habe es nie verstanden und mich immer gesperrt, bis ich dann immer an den Punkt kam, wo ich es dann machen musste, zähneknirschend wieder Geld ausgeben für Plugins, die ich schon gekauft habe. So. Und dann kochte das in mir hoch und dann war ich am Mittwoch, war ich soweit. Ich so, jetzt setze ich mich hin. Jetzt mal wirklich Tacheles. Hab die Kamera angemacht, hab's aufgezeichnet, hab gesagt, so, morgen Abend ist Doomsday. Da kommt dieses Video raus. Das Video sollte heißen Bye Bye Waves. Und Donnerstagmorgen telefonieren wir beide. Und du sagst, ne, wieso, das haben die doch schon wieder zurückgenommen. Und ich war so irgendwie, nicht wie Phönix aus der Asche, sondern wie Asche in Phönix. Irgendwie so das ganze Gebilde, dieses ganze, ich habe mich auch reingesteigert, ich wollte mich aufregen, weil ich fand es auch richtig kacke. Ne? Also erstens die Leute nicht informieren, dann etwas Alternatives. Die Art und Weise, klar. Dann was Alternativloses vorsetzen und dann auch noch eine Zwangsenteignung quasi mehr oder weniger für Sachen, die ich wirklich, und ich hatte in dem Zusammenhang tatsächlich mal geguckt, wie viel Plugins ich habe und wie viel ich dafür schon ausgegeben habe. Es waren über 1000 Euro, die da zusammengekommen sind. Klar, ne? Locker. Ja. Und es wären auch noch mehr geworden. Ne? Und dann vor, da ist nicht jede Woche Sale. Und dann mal gucken, irgendwie, welche Plugins du davon tatsächlich benutzt. Ja. Das waren ja dann irgendwie 6 oder 7, auf die ich gekommen bin. Mhm. Ne? Und ich habe dich selten sprachlos erlebt. Aber ich war tatsächlich sprachlos. Moment, und habe dann wirklich zähneknirschend überlegt, boah, kommentiere ich jetzt zumindest diesen Schwenk? Und habe dann letzte Woche kein Video gemacht zu dem Thema und meinen Ärger runtergeschluckt. Und ich habe im Video gesagt, dass es ja Plugin-Schmieden gibt, die es besser machen. Universal Audio zum Beispiel, jetzt bin ich auch Fanboy, gebe ich Ihnen zu, aber dieses Spark Bundle haben sie relativ zügig festgestellt, dass die Leute eben nicht alle Plugins haben wollen per Abo, sondern dass die Leute auch durchaus in der Lage sein wollen, auch mal ein Plugin einfach zu kaufen, sich zu gönnen und dann zu behalten, weißt du? Nein, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und, ne? Aber das haben die ja auch erst gelernt, dass genau, das Abo nicht endlos 100%. Kram besitzen macht ja etwas nicht wertvoller. Gerade eben, guck mal, ein Plugin hat doch überhaupt keinen, sagen wir mal ehrlich, Plugin hat auch keinen Wert mehr, so richtig. Also wenn ich überlege, wo ich mir meine erste, wie heißt das hier, Satellite UAD gekauft habe. Ich habe ja kein UAD-Interface oder sowas, habe ich auch nie besessen. Wollte aber natürlich, das war dann noch konkurrenzlos auf dem Niveau, definitiv. Ne? Ja. Und da habe ich mir so ein Teil irgendwie, das keine Ahnung, was das gekostet hat, so mit 4 Kernen,
Ding. Und da hast du wirklich Plugins da getestet, irgendwie über diese umständliche Funktion da mit dem mit dem Ding da unten rechts, wie heißt das da, dieses Software-Control-Panel? Ja, ja, genau. Irgendwas. Dann hast du dir ein Demo runtergeladen, hast da zwei Wochen alles mitgemacht und hast dir dann für 349 Euro so ein Plugin gekauft. Ja. Und ich könnte jetzt 27 Plugins nennen, die ich seitdem nie wieder benutze. Nee, seitdem stimmt nicht. Aber klar, natürlich viel gekauft, was man eben dann auch nicht mehr benutzt. Aber trotzdem ganz anders mit Sicherheit. Für mich hat ein UAD-Plugin immer noch einen anderen Wert, ja, als jetzt vielleicht irgendwie irgendein Plugin Alliance, $29 Sale, Super Sale, Mega Sale, irgendwas Ding. Ist tatsächlich so. Also ich finde auch die Wertschätzung einem Plugin, also zumindest bei mir persönlich beobachte ich das auch, die Wertschätzung bei einem Plugin, wo ich wirklich 200 Euro für ausgegeben habe, ist eine deutlich höhere als, ach komm, 29 Euro Sale nehme ich mal eben mit und habe dann am nächsten Tag schon fast wieder vergessen, dass ich es gekauft genau. habe. Genau. Ne? Ich find tatsächlich, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, innerhalb der letzten zwei Wochen, seitdem wir uns getroffen haben, habe ich auch ein Plugin gekauft, wo ich so zwei Tage später dachte, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Und? Kannst du die Antwort geben? Nicht so richtig, das Ding, also eigentlich ist es cool, es ist halt der Vocal Harmonizer von einer Plugin-Schmiede namens Air, also Luft. Mhm. So, und ich habe irgendwie ein Reel, war das, bei Instagram gesehen, wo halt einer dieses Plugin zeigt, in Werbung Realtime. Werbung verfängt. Genau, es war einfach nur so, guck mal, ich zeige euch ein cooles Plugin und der hat halt sein Mikro in der Hand. Ein Reel in Realtime. Und er hat einfach da mit seinem Mikro gesessen, hat irgendwie so ein Beat laufen lassen und hat irgendwie ohne Text und eine Gesangslinie gesungen und hat da halt eine vollständige harmonisierte Gesangslinie. Ah, ne? Okay, ja. Fand ich ja total spannend. So, und dann habe ich gesehen, okay, das kostet 25 Euro oder sowas. Ne? Ja. Also, ja, kaufe ich mal. Ja, ne? Wer weiß, wofür es gut ist. Genau, und zwei Tage später habe ich dann irgendwie hier gesessen und habe immer noch verzweifelt nach einem Anwendungsszenario für mich gesucht. Hab gedacht, vielleicht mal so ein Podcast mehrstimmig, wäre vielleicht auch mal schön oder so. Nee, also es wird mit Sicherheit mal irgendwann eine Situation geben, vielleicht, ich produziere ja nichts. Also ich produziere ja keine Musik oder ich mische ja auch keine Musik oder so. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal den Moment, wo ich sage, ah, das könnte man jetzt mal irgendwie, könnte man vielleicht mal austesten. Vielleicht muss man ja manchmal einen Chor einfach stützen. Weißt du, einen Chor, der vielleicht nicht ganz so sauber gerade eingesungen ist. Du hast den als Stem vorliegen. Aber das mache ich nicht im Mastering. Wirklich, nein, im Mastering natürlich nicht. Das aber ist komplett nicht meine Aufgabe. Im Mix kann man das natürlich machen, wo man dann tatsächlich, so, dann stützt man das Ganze mit einem sauberen Chor und dann völlig klar, so, ne? Ich habe ja auch nur davon gesprochen, nicht davon gesprochen, das Plugin ist mit Sicherheit total cool. Funktioniert es denn? Definitiv. Also wenn du einen richtigen Key einstellst, du hast halt die Möglichkeit, so ein bisschen ist es so, dieser uralte Waves Doubler, kennst du auch, ja, oder? Ja, genau. Wo du das dann auch im Panorama verschieben kannst, sagen kannst, wie weit Delay nach vorne, nach hinten, Pitch, weiß ich nicht. Das kannst du damit auch alles machen. Du hast halt auch einen Gain-Regler. Du kannst sagen, du willst halt eine Terz, eine Quarte, eine Quinte, eine Oktave, was auch immer. Gibst du auch einen Grundakkord an und genau, du kannst Key eingeben und kannst auch sagen, okay, du hast verschiedene Presets, die du anwählen kannst. Und dann verschiebt er die Akkorde, die gesungen werden, dann quasi durch den. Ach nee, das geht wahrscheinlich dann nicht, ne? Hält sich immer innerhalb der Tonart. Ja, ja, ne? Weil ich hab so ein von TC Electronics, so ein Bodentreter, ich weiß gar nicht mehr, TC Helicon oder wie das heißt, das Teil, haben wir vor 10 Jahren gekauft, da war es eins der ersten, wo du wirklich, wenn du mit der Gitarre reinspielst, dann analysiert er den Akkord und dann singst du rein eine Stimme und dann macht er dir passend den Akkord für deine Vocals dazu. Also dann aber auch passend mit Dur, Moll, durch und so weiter. Das heißt, du spielst immer, bist dein eigener Chor quasi mehr oder weniger. Einziges Problem bei mir war, als altem Gitarrenhasen, ich spiele ja nicht so sauber. Also ich spiel alles, was du hören musst, irgendwie so, aber ich greife jetzt nicht so sauber, dass dieses Gerät das sauber analysieren konnte, deswegen hatte der immer Schwierigkeit. Ich musste mich dann immer zwingen, sauber zu spielen und hab's dann irgendwann in die Seite gestellt und gedacht, naja gut, so oft live spiele ich jetzt auch nicht mehr alleine. Also der bleibt ja einfach in der Tonart, du gibst da an, keine Ahnung, das ist in C-Dur und dann analysiert er natürlich die Akkorde, klar, die reinkommen, weißt du ja, was innerhalb von C-Dur an Vorzeichen dann eben da ist, daraus... Harmonielehre 1. Ich weiß. Sehr schön. Kein Vorzeichen. Dann weiß er natürlich halt durch die Stufentheorie und so was, was dann da. Ja. Das passt natürlich nicht immer. Nee. Ne? Das kann natürlich, wenn du harmonisch sehr strikt auch im
Konstrukt bleibst, kann das auch passen. Kannst du mit Sicherheit auch automatisieren oder so. Also da geht heutzutage einiges. Mit Sicherheit für 25 Euro, 21 Euro, 2 Cent, glaube ich, war es netto. Alles cool. Nur ich habe, das war auch wieder so ein Moment, wo ich 2 Tage später dann auch dachte, was für ein Quatsch. Natürlich waren das jetzt irgendwie 21 Euro, aber warum? Wofür eigentlich? Wäre eigentlich eine gute Flasche Gin gewesen, oder nicht? Ja, zumindest eine halbe wäre schon mal gewesen, ne? Ist ja völlig, völlig legitim, dass man da reinfällt, ne? Aber ich glaube, es war halt unter dem letzten Video, letzten Podcast von uns auch die Frage, wir sollen mal so über Subscriptions und so sprechen. Tatsächlich ist das oft ein Thema, finde ich, auch wenn ich mich so mit anderen unterhalte, ich habe ja jetzt hier Plugin Alliance, Mega Bundle, ne? Mhm. Kennst du denn den und den benutze ich gern dafür und das mache ich dann damit und hiermit und da. Und ich denke, ja, ist ja cool, ne? Also ich bin ja, wir sind ja auch alle Spielkinder und Nerds und sowas alles und wollen gerne Sachen testen und da kommt was Neues raus und dann hast du das, dann musst du das nicht kaufen. Ich hatte auch mal diese Plugin Alliance Bundle, dieses Mega-Bundle, also. Was kostet das? 30 Euro im Monat oder was kostet das? Irgendwie so, oder 300 im Jahr, glaube ich. Ja, oder so. Keine Ahnung, ich hab's nicht. Und ich habe das halt einfach für ein Jahr gemacht und habe dann ein Jahr wirklich, ich habe alles installiert und wirklich geguckt, okay, was ist da, was kann das, was macht das? Und habe dann halt nach einem Jahr einfach die Plugins gekauft, die ich dann auch wirklich benutze. Da hast du es aber tatsächlich richtig gemacht, weil ich habe ehrlich gesagt, ich habe letztes Jahr einen Mix öffnen wollen, wo einige Slate-Plugins drin waren, die halt in diesem Bundle drin waren. Hm? Und da habe ich gedacht, naja, komm, dann machst du es halt eben, dann kaufst du jetzt einmal das Bundle, kannst danach später ja noch reingucken und so weiter. Und hab dann diesen Mix. Das ist aber noch günstiger sogar, ne? Slate ist, glaube ich, sogar günstiger. 14,90 oder so. Ja, irgendwie so. Ja, Slate ist ja wirklich, der macht ja den Markt mit allem kaputt, irgendwie, ganz ehrlich. Also, vor allem, da kriegst du ja auch nicht nur Plugins, sondern ja auch noch so eine Plattform mit und Videos. Und Tutorials und so weiter. Deswegen, der ballert wirklich nach dem Motto, wohin setze ich einen 3 Tonnen schwerer Elefant, wohin er will. Ja, gut, Masse, ne? Masse. Der macht es einfach stumpf über die Masse. So, aber unabhängig davon, darüber lass mal nicht reden, sondern es ging tatsächlich darum, ich habe dann dieses Bundle gekauft und habe dann gesagt, guckst du später mal durch, ob da was noch für dich dabei ist. Ne? Und tatsächlich muss man, wie du es gemacht hast, sich ja die Zeit nehmen, sich dann wirklich hinsetzen und dann einfach mal alle Plugins durchzuchecken, um dann zu wissen, ist denn da A, überhaupt was für mich dabei und B, wenn ja, wofür benutze ich das und so weiter. Und ich habe mir die Zeit nicht genommen, das Ja, warum? Und dann habe ich das Bundle auslaufen lassen, zum Glück noch bemerkt, dass es sich dann nicht verlängert irgendwie, weil ich mir, ich weiß nicht, ob das dem Bundle gerecht wird oder so, weil ich mir die Zeit einfach nicht genommen habe. Ich habe aber auch meine Tools. Also da war jetzt nichts, was ich vermisst habe, wo ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich dringend mal bei Herrn Slate reingucken. Nee, also ich glaube, wenn du jetzt wirklich startest irgendwie mit deinen DAW-Plugins, ne, also mit dem, was du halt hast und vielleicht noch 2, 3 kostenlosen Tools und du sagst dann, okay, ich will jetzt mal investieren, geht ja nicht um besser, aber was anderes mal, Inspiration. Ja. Ich glaube, dann würde ich schon tendenziell, ich mag dieses Prinzip, was Slate hat mit diesen Mix-Racks, Virtual Mix-Rack. Mhm. Finde ich schon eigentlich ganz interessant, weil du hast halt so eine, du öffnest ein Plugin, ne? Und kannst ja dann diese Module da reinziehen. Das sieht ja ein bisschen aus wie so 500er Module. Hat die Plugin Alliance das nicht auch gemacht? Oder Soundtoys? Soundtoys. Genau. Irgendein Hersteller hat das auch gemacht. Aber Soundtoys ist ja schon wirklich Effekt. Also klar, haben die auch einen Kompressor? Soundtoys? Ne, haben sie nicht. Ein Hall haben sie nicht, ein richtiger EQ, klar, du hast diesen Siemens-Nachbau. Der Name ist schon Programm, Effekt. Soundtoys. Genau, also ne, das ist jetzt nicht so deine Kette, die du irgendwie auf dem Channel-Strip benutzt, zumindest nicht so regelmäßig. Ja, genau. Ne? Naja, also deswegen, ich mag dieses Prinzip von Slate schon und da muss man ja auch sagen, da ist ja auch super, super viel dazugekommen im Laufe der Jahre. Also ich benutze das nicht, aber ich verfolge das auch gerne, weil auch viele von meinen Kunden oder auch von meinen Kumpels oder so benutzen das auch. Und das ist schon cool, ne? Da ist der Distressor dazu gekommen. Dann haben sie eine 1176, dann haben sie auch ein LA2A, dann haben sie ein Neve, SSL, API, also eigentlich alles. Alles, was du brauchst, ja. Alles, was du so an. Und halt auch so ein paar Unique-Tools, sage ich jetzt mal. Also mehr so nicht ganz so typische Module dann, die du da drin einbaust. Auch coole Distortion, Sättigungssachen, Pult-Emulationssachen. Ob man das braucht? Nee, natürlich braucht man das nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Inspirationsquelle. Ich wollte gerade sagen, zur Inspiration ist das doch immer gut. Einfach mal treiben lassen im Zweifel. Deswegen, also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich
wenn jetzt sagen würde, okay, hier ist einmal, achso, nee, das wird es ja nicht mehr ändern. Die Lizenzen bleiben ja, ich wollte gerade sagen, hier ist einmal alles abgebrannt. Nee, also wenn jetzt einer sagen würde, so, hier hast du einen Computer, bitteschön, ja. Was würdest du dir kaufen? Ne? Dann würde ich mir eine DAW kaufen und danach würde ich vermutlich mir irgendwie, also vermutlich Slate, glaube ich, eins von zumindest mal Bundles testen. Vor dem Hintergrund würde das Waves-Abo ja durchaus Sinn machen. Also wenn man wenn mal, es nicht Waves wäre, ja. Ja, wenn man mal hoffen dürfte, dass sie alle Plugins so einmal durchrestaurieren oder so. Wobei ich bei einigen Restaurationen auch gedacht habe, warum. Aber die Plugins sehen ja schon aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Ne? Und zwar nahezu durchgängig. Jetzt kann ja, man gut, sagen, das okay. Muss man als Universal Audio Fanboy sagen, die haben auch erst vor einem halben Jahr gefühlt damit angefangen, das ein oder andere Mal. Ja, komm. Ja, kann man drüber diskutieren. Also, und so, das war vom Aussehen her, von der Skalierung ja auch stimmt. Katastrophal. Ja, ne? Ja, absolut. Also das sind ja so Features, wobei ich da mal, ich hatte mal mit Andreas Balaskas gesprochen, der, der auch ein Plugin entwickelt hat. Ja, achso, so, ja, ja. Irgend so ein... Deine Q. Deiner Q, genau. Und auch wenn ich nicht so richtig verstanden habe, was das Ding macht, aber liebe Grüße, Andreas, falls du das hier sehen solltest, ich habe es nicht weiter benutzt, aber Andreas hat darüber berichtet, dass GUI, also Graphical User Interface, die Oberfläche, GUI, und da speziell der Bereich, dass das dann auch skalierbar ist, dass das einer der aufwendigsten Teile der Entwicklung gewesen ist. Also es scheint nicht so mal eben so, ich mache jetzt mal ein JPEG, mal da ein paar Knöpfe drauf und dann habe ich eine GUI. So einfach scheint es wohl nicht zu sein. Von ja, daher, aber von Universal Audio kann ich das schon erwarten. Ist kein großer Laden, ne? Also die Leute glauben immer, das wäre ein Riesenladen. Da geht nicht aber um groß. Geht auch um ne? Ja. Money to exchange. Value to so. Money oder sonst was. Ja, also, ja geschenkt. Also unabhängig davon, ja, ich gebe dir, ne? Geb dir vollkommen recht. Also ich finde auch, dass skalierbare GUIs auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne sind. Übrigens im Zuge dieser Hashtag Rest in Peace Waves, glaube ich, war das Hashtag, was da so durch die Decke ging. Okay. Hat sich irgendjemand oder vielleicht auch mehrere Leute, ich habe das gar nicht so ganz genau mitbekommen, eine Tabelle erstellt. Ich glaube, das liegt irgendwie auf Google Docs oder so. Okay. Wo es 1:1 Alternativen zu allen Waves-Plugins aufgelistet wurden. Mit Augenmerk auf kostenlose Alternativen oder zumindest qualitativ? Genau, dass die wirklich, es geht ja darum, es gibt ja immer so gewisse Sachen, klar, der CLA2 heißt CLA2 und nicht LA2A, ja. Jeder weiß natürlich, aber es gibt natürlich auch, will man ja auch gar nicht sagen, es gibt natürlich auch von Waves Plugins, die ja nicht 1:1 jetzt jeder Hersteller irgendwie. Nee, der MV2 zum Beispiel. MV2 ist, oder AVOX. Ja. Dieser Kompressor. Ja, AVOX, ne? A-Bass. A-Bass, ne? Und die Renaissance-Bass-Linie oder Renaissance-Linie auch. Ja, das sind ja alles so. Ja, schon spezielle Sachen. Klar, H-Delay ist ein Delay. Hat einen speziellen Sound, aber ja, ist ein Delay. Ja. So, ne? Ja. Aber diese Tools, die so ein bisschen special sind, und da haben sich wirklich ganz viele Leute Mühe gemacht und auch diverse, ich sag jetzt mal so, Freelancer-Plugin-Programmierer, ne, wovon es ja tatsächlich relativ viele gibt. Unmengen. Tatsächlich auch Leute, die das teilweise einfach als Fingerübung machen. Mal, ja. So nach dem Motto, mal gucken, ob ich das zum kann. Beispiel Analog Obsession. Dieser Slowene, Slowake, irgendwie sowas. Hm. Das ist ein absoluter Nerd. Also alle, die das nicht kennen, unbedingt mal auschecken. Also Analog Obsession. Ja. Ne? Also ein Klang- Audio-Nerd oder was? Oder? Ja, das ist auch ein Programmier-Nerd. Und der bringt alles raus, was es gibt. Okay. Komplett kostenlos. Oh, ja, komplett okay. Kostenlos. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, ich hatte mir mal 3 Plugins von ihm runtergeladen. Das ist schon Ewigkeiten her. Weil ich damit irgendwas, ich glaube, das war in einem Coaching und da wollte ich für einen Coaching-Kunden ein kostenloses Plugin rausfinden, was das kann, was halt ein bezahltes Plugin, was ich nutze, kann. Ja, ja. Und da ging es um ein Bugs-EQ. Ne? Ja, okay. Da haben wir ja auch schon mal in einem Video diesen Cobble Baxter von Akustika Audio gezeigt. Habe ich übrigens, hört ihr gerade auf den Stimmen hier. Ja, das ist ein super Tool, aber, jetzt kommt das Aber, ja. Natürlich True Stereo.
Ja. Das heißt, du hast einen Knopf für Tiefe, Frequenz, einen Knopf für Ruhe und jeweils eben dann die Frequenz ausfallen. Wobei, in Logic müsste ich mal nachgucken, ob die da sogar als Dual Mono. Nee, geht nicht. Geht nicht, okay. Weil das ist die bezahlte Version vom Cubase. Ah, okay, verstehe. Ne, die bezahlte Version kann Dual Mono, links, rechts oder MS. Ja. So, und gerade einen Bugsy Cube mag ich total gerne. Oder was heißt mag ich? Denke ich immer so. Ich bin immer so ein Liebhaber von Sachen. Benutze ich gerne, sagen wir so. Ja. Gerade im MS-Modus. Weil ich zum Beispiel mit einem Bugsy-Q sagen kann, ich möchte, wir reden über Stereo-Mastering, in einem Stereo-Mix die Stimme irgendwie ein bisschen nach vorne holen, ist eine Möglichkeit im Mittenband, also Mitte, Seite, nicht Mittenfrequenzen, den Bugsy-Q bei 1, 2, 3 Kilohertz ein halbes dB oder dB reinzudrehen. Ja. Das ist wirklich ein Wundertour. Klingt jetzt so trivial. Okay, wird ja alles damit angehoben oben? Ja. Aber von seiner Kurvengebung her funktioniert das echt super gut. Mhm. Ganz, ganz oft super gut. Oder, super Tipp. Ja, oder genau das Gegenteil. Ich möchte eben, dass im Mitte-Signal sich nichts ändert im Höhenbereich, weil da vielleicht auch die S-Laute und keine Ahnung. Ja. Aber an den Seiten möchte ich, dass alles frischer klingt irgendwie. Vielleicht nicht nur ganz oben die Becken, sondern auch noch so die Höhenanteile von der Gitarre oder so. So, dann kann ich das genau das Gleiche da machen. Ja. Ne? Ja. So, also habe ich nach einem MS-fähigen Bugsy-Q gesucht und bin in dreifacher Hinsicht bei ihm fündig geworden. Einmal hat er diesen Dangerous Music Bugsy-Q 1:1. Das sieht auch genauso aus. Echt? Original? Ja, sehr, also sehr teuer. Da steht jetzt halt nicht Dangerous Music drauf, aber die Farbgebung des Plugins und die Knöpfe, den es eben im MS-Modus gibt. Und dann waren da noch zwei andere. So ein alter Neumann Mastering-EQ war das eine und das andere weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ja. Und vor kurzem habe ich tatsächlich wieder nach diesem Tool gesucht. Mhm. Also auf deiner Festplatte? Nee. Ich habe eine Session gemastert hier und habe gedacht, oh, jetzt schmeiße ich da ein Bugsy-Q drauf und hole die Stimme mir nach vorne. Und dann ist mir beim Laden des Plugin Alliance Dangerous Music Bugsy-EQ aufgefallen. Ich habe ja den von Analog Obsession hier. Und hab gedacht, komm, die 5 Minuten nimmst du dir mal und hab einfach mal 1:1 gleich eingestellt, einfach mal hin und her geschaltet. Und muss wirklich sagen, okay, der Analog Obsession macht halt was der andere nicht macht. Mhm. Ob das jetzt, wie gesagt, näher an dem Dangerous Music Bugs EQ Hardware-Ding ist, wurscht, mir egal. Ja. Also mir völlig egal. Aber der hat halt in dem Moment was gemacht, was der andere nicht gemacht hat. Und das fand ich ja cool. Was dir besser gefallen hat? Genau, also klang nicht, genauso wie der Cole Baxter von Akustika, der ja auch nicht nur eben diese Funktion hat, sondern auch ein sehr, sehr schmeichelnder, also generell ein sehr schmeichelnder EQ, sehr musikalisch. Ja, also du kannst damit auf jeden Fall nichts kaputt machen. Genau. Also das ist mir schon auch. Und so war das dann bei dem Tool eben auch. Ne? Und wo man dann mal wieder sieht, okay, da sitzt halt einfach jemand, der auch sagt, ja gut, ich will halt damit einfach nicht reich werden. Vermutlich könnte der sich auch mit anderem Marketing oder so. Vielleicht muss der ja gar nicht mehr reich werden. Also es gibt ja durchaus Leute, die sagen, du, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben oder ich habe so viel, ich brauche gar nicht viel mehr oder sonst was irgendwie. Na, aber lustig, dass du dir die Zeit genommen hast, da diese 5 Minuten auszutesten, weil ich habe neulich was Ähnliches gemacht. Ich habe nämlich bei mir im Studio einen Preamp-Wechsel vorgenommen. Mhm. Ich habe den 6176 Preamp von Universal Audio jetzt so langsam mal aus dem Rack entfernt, weil ich den gar nicht mehr anhabe. Und ich fand es total schade, dass der bei mir im Rack drin ist. Außerdem hat er auch einen gewissen Wert irgendwie. Aber erstmal so, dass ich den überhaupt gar nicht mehr benutze. Früher habe ich den für Vocals genommen und für Bass vor allem. Wenn du einen Bass reinsteckst, Röhren, Preamp, dann noch den 1176 drauf, so 3 dB Kompression, hast du immer sofort einen geilen Bass aufgenommen. Mhm. Aber mittlerweile spiele ich den Bass direkt ins Interface rein. Oder ich habe so einen Ampeg-Amp, wo ich den dann drüber spiele und direkt abnehme, ist auch immer eine Sensation. Das heißt also, den Weg habe ich gar nicht mehr gegangen, habe den dann rausgebaut und dann habe ich neulich gedacht, aber da ist ja noch ein 1176 drin eingebaut. Ne? Also der für die Leute, die es nicht wissen, der 6176 Preamp von Universal Audio, da singt unter anderem übrigens Adele drüber. Nicht, dass ich so singe wie Adele, aber ich habe das gleiche Gerät. Ist auf der einen Seite ist das der 610B Röhren-Preamp und auf der anderen Seite halt ein 1176 vom Erfinder des 1176. So. Und im Gegensatz zum LA610, das ist auch der 610er B-Vorstufe mit einem LA2-Kompressor. Die sind aber intern hardwired, also direkt verbunden. Du kannst also nicht einfach
nur den Preamp oder nur den LA2 benutzen, ist es beim 1176 da so, dass du den separat benutzen kannst. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn ich den jetzt schon ausgebaut habe, komme ich auch hinten an die Schalter ran und habe dann mal eine Schaltung gebaut, mit der ich dann auf der einen Seite einen Vocal habe laufen lassen durch den Studio One 1176. Mhm. Und dann durch den 1176 von Universal Audio aus dem Spark Bundle, also der Native. Mhm. Und dann per Pipeline rausgeschickt habe aus meinem Rechner einmal durch den Hardware 1176. Mhm. Und habe mir echt wirklich 2 Stunden Zeit genommen, dafür zu sorgen, dass ich auch wirklich die gleichen Level habe, so dass es auch wirklich vergleichbar ist einigermaßen. Und tatsächlich kann ich das unterstreichen, was du gerade auch gesagt hast. Auch wenn es faktisch die gleichen Regelkurven sind, nennen wir es mal so, ne? Und bei dem Spark-Ding bestimmt auch ein bisschen Transformator so nachbearbeitet wird und man auf der anderen Seite sagen könnte, ja, und bei dem 1176 Hardware sind noch 2 Wandlungsstufen dabei, nämlich einmal raus aus dem Interface und wieder rein und so weiter, war trotzdem der Eindruck, dass der Hardware irgendwie was obenrum anders, / für meine Ohren besser gemacht hat. Und das ist jetzt nicht nur, weil das meine Erwartungshaltung war, sondern tatsächlich, wenn ich so umgeschaltet habe, wo ich gedacht habe, ach, guck mal. Und weil das Video so schwer umzusetzen war, ist das jetzt nicht diese Woche gekommen, sondern kommt es in 2 Wochen. Aber, ach so, das ist richtig Video. Ja, wenn ich das schon mal aufgebaut habe, ne, dann kann ich das ja auch abfilmen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es abfilme, aber das will ich auf jeden Fall machen. Und wenn es in 2 Wochen nicht kommt, dann kommt es in 4 Wochen. Es kommt auf jeden Fall. Zumindest solange ich den 6176 noch habe und ihn mir nicht jemand vorher vor der Nase wegkauft. Also er steht zum Verkauf, falls jemand Interesse dran haben sollte. Bei eBay Kleinanzeigen steht er drin. Und da war es nämlich auch total, da habe ich mir tatsächlich die Zeit genommen, wirklich mal zu sagen, okay, komm, jetzt zieh halt ein paar Kabel, nimm dir die Zeit, das einzujustieren und dann erstmal den Hirnschmalz drauf zu verzapfen, irgendwie mal zu gucken, okay, wie stelle ich denn das jetzt überhaupt ein, dass wirklich ungefähr gleich regeln, weil Knöpfe kannst du ja gleich einstellen, aber Input-Output-Gain sollte ja schon passen, damit die Geräte eine Chance haben, irgendwie gleich zu agieren. Ja, war ein bisschen nerdy, mal wieder, aber da habe ich mir die Zeit genommen, die ich mir vielleicht für Slate Bundle hätte nehmen sollen, tatsächlich. Ja, aber ich sag mal, die Tools, die du da jetzt benutzt hast, die hast du ja auch, die hast du auch mal bezahlt. So ist es. Das heißt, letzten Endes, die Zeit ist nun mal begrenzt, die man hat. Ich hatte ja auch mal einen 1176 Nachbau von Warm Audio. Und? Hat er dir Freude gemacht? Der war halt eine dieser Investitionen, die sich nicht so wirklich ausgezahlt haben. Weiß nicht, warst du mal hier, als ich noch dieses ganze Recording-Equipment und Mixing-Equipment hier stehen hatte? Nee, du hattest mal ein großes 19-Zoll-Rack, wo dein Focusrite drin war und so weiter, aber da kann ich mich nicht dran erinnern, dass du es benutzt hast. Das war vor unserer gemeinsamen Zeit sozusagen. Da stand hier ein großes Rack mit Neve, Preamps, 1176. Rack, was ich jetzt. Was du jetzt hast. Bei mir zu Hause steht. Okay, alles klar. 12HE oder ja, davon habe ich ja mittlerweile 3 Stück. Ne? Also eins hinten, das du mir gegeben hast, und jeweils links und rechts vom Schreibtisch habe ich jeweils eins stehen. Wobei ich da zugeben muss, der Großteil von den Dingern wird durch meine Rechner belegt. Irgendwie, da sind so 5HE 19-Zoll-Rechner drin. Ja, jeweils. Kenn ich. Ja, hast du ja auch. Kenn ich. Und, ja, auf jeden Fall hatte ich 1176 Nachbau von Warm Audio. Weil man den halt hat. Ja, ich hatte damals ja viel Recordings gemacht auch und sowas. Ja. Ne? Und ganz ehrlich, im Mixing habe ich den nie eingesetzt, sondern hat dann mehr so fürs Recording benutzt. Ja. Ne? Ich hatte noch DBX 160, einen alten XD und auch einen 960A und so. Genau, und damals, als ich dann so zum Mastering rübergekehrt bin, wie gesagt, ich habe ja unter ganz anderen Namen auch gearbeitet sozusagen, also Studionamen oder für andere Studios gearbeitet. Ja. Das heißt, Doria Mastering gibt es ja unter dem Brand noch gar nicht so lange, vielleicht irgendwie 5 Jahre oder so. Ne? Du bist ja auch schon 55. Mindestens. Also vom Gesicht her, leider meistens irgendwie älter als ich wirklich bin, aber nein, darum soll es nicht gehen. Sondern vielmehr darum, dass dann am Anfang natürlich mit den alten Bildern immer noch, was denn hier mit dem 1176 Mono? Schickst du halt Signal Mono raus und irgendwie smash das und packst das wieder dazu? Nee. Und tatsächlich war auch in den letzten 2 Wochen viel passiert in den letzten 2 Wochen. Ja, erstmal übrigens noch eine nette Nebengeschichte. Ich habe bisher in keinem Monat meiner musikalischen Karriere mehr Songs gemastert als im März 2023. Habe ich festgestellt. Glückwunsch! Ja, was auch nicht, ist mega an mir vorbeigegangen. Aber als ich es dann gesehen habe. Wie hast du es bemerkt, wollte ich gerade sagen.
meine, ich habe ja. Steuerberater hat angerufen, Sie brauchen einen neuen Elefanten, der bei Ihnen im Keller das Geld platt tritt. Nee, da sind schon vier drin. Das muss reichen. Das ist mir vorhin kurz aufgefallen. Achso, genau. Ich benutze ja eine Software, die heißt Session Recall. Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist im Prinzip ist es eine Software, wo ich einfach. Ja, letzten Endes sind wir wieder bei GUI. Die Ober sieht genauso aus wie meine analogen Geräte. Achso, kannst die Knöpfe alle fest einstellen? Und dreh dann. Machst du dir die Mühe? Wie? Also dann den Total Recall dann einzutragen beim. Ja, genau. Ah, okay, Respekt. Ja, so viele Knöpfe sind das ja gar nicht. Also boah, wenn ich hier durchzählen würde, bin ich auch übermorgen beschäftigt. Ja, aber das ist ja nur, wenn man die Geräte hat, setzt man sie ja nicht ein. Also ich habe so im Schnitt zwei, ich würde sagen mal so, wenn du wirklich einen Schnitt ziehen würdest, habe ich 2,5 Geräte pro Projekt drauf oder so. Ja. Und der Manutech ist ja schnell aufgeschrieben. Der ist schnell aufgeschrieben, tatsächlich. Aber da musst du immer genau gucken, an welcher Position. Naja, alles gut. Das Nervigste ist der parametrische EQ natürlich. Ne? Ja, klar. Pro Seite, wenn du jetzt Mitte Seite hast, hast du 5 Bänder Mittensignal, 5 Bänder Seitensignal, plus Q, plus Frequenz. Ja, aber stell dir mal vor, du musst eine 48-Kanal SSL wieder herstellen. Nee. Das müssen andere machen. Auf jeden Fall habe ich diese Software, wo ich das ja eben dann eintrage. Das heißt, ich kann ja ganz genau... Achso, an der Stelle übrigens Grüße an Olli Wiesmann mit seiner SSL. Ja. Selber schuld. Ja. und da habe ich es halt gesehen, ich mache dann immer, wenn ich meine Buchhaltung mache, also meistens, ich bin da sehr akribisch, erste, zweite, dritte des Monats, dann muss das fertig. Respekt. Und im gleichen Atemzug mache ich halt immer Backups. Ja. So, und also nochmal zusätzliche Backups zu denen, die automatisch laufen und eben auch von meiner Session Recall Software. Und da habe ich halt festgestellt, wie viele Nummern zwischen dem letzten Backup, also steht immer, wie viel die Session das ist, die der auflistet. Ja. Und da habe ich halt gesehen, oh. Hat er wohl gearbeitet? Das ist amtlich. Ich habe nochmal kontrolliert, tatsächlich so viele wie noch nie. Auf jeden Fall. Was ich eigentlich erzählen wollte. Zurück zum Mono 11. Das ist doch eigentlich mein Job, so abzuschweifen. Ja, zurück zum Mono 1176. So, und ich hatte einen Track von einem ganz, ganz lieben Produzentenfreund von mir aus Mexiko. Nino Auxilia heißt er. Der hat er ist Produzent und auch Mixing-Engineer, aber auch Künstler. Ein sehr, 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 sehr cooler Gitarrist auf jeden Fall. Also ihr könnt das gerne mal auschecken. Sehr Nino, cool. Auxilia, auch auf allen Streaming-Plattformen, alles, was da so veröffentlicht wurde die letzten Jahre, ist auch bei mir gemastert worden. Mega cool, also ich mag die Mucke. Ist auch in deiner Playlist drin? Ist auch in meiner Spotify-Playlist, ne? Mastering-Playlist. Ja, genau, die ist unten auch verlinkt für alle, die es mitbekommen haben. Er hatte von einem Song, den er aus seiner, ich glaube, EP rausgebracht hat, er so ein bisschen, naja, so einen richtigen Dance-Remix ist das nicht, aber es ist schon, der macht halt so richtig handgemachte Rock, Gitarrenmusik, so jetzt nicht irgendwie mega hart, aber das, halt so. Das, was Papa gerne hört. So. Und das war jetzt mit so ein bisschen synthetische Bässe und so ein bisschen so Dance-Elemente. Auf jeden Fall kam das und es musste relativ schnell fertig, das Master. Mhm. Ne, weil es musste irgendwie ans Label oder so. Ich habe ihm das zugesagt und jetzt gibt es ja das Problem mit der Zeitumstellung, nicht Zeitumstellung, mit der Sommerzeitverschiebung. Mit der Zeitzone. So. Ach so, ja. Das heißt, 8 Stunden, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und das musste eben raus. Es musste an dem Tag raus. Ich hatte an dem Tag nur bis 13 Uhr Zeit, hatte dann einen Termin, wo ich hinfahren musste, relativ weit weg. Und es musste halt bis dahin fertig. Das Problem ist halt, dass 13 Uhr hier ist, da 5 Uhr morgens. Ja. So, jetzt bin ich ja auch nicht der morgens um 6 Uhr im Studio sitzt. Das heißt, irgendwann sitzt so. Sitzt du ja noch auf der Rudermaschine. Genau, irgendwo so um 10, 11 Uhr rum saß ich hier und dachte: Kacke, das ist nicht so schön. Das schaffe ich nicht. Nee, das schaffe ich schon, aber ich müsste eigentlich den Nino jetzt ans Telefon kriegen oder an Zoom. Ach so, und mit ihm über den Mix quatschen, weil das Problem war, er hat halt einen synthetischen Bass genommen, das klang mega fett, aber der Bass war halt eigentlich fast komplett Stereo. Oh. Und zwar bis wirklich runter, bis 20 Hertz. Ja. Also es gab so. Und du wolltest den Monomaker nicht ungefragt benutzen? Nee. Es war mehr generell das Problem, dass auch die Elemente, die er aus seinem Originaltrack benutzt hat, die Gitarren furchtbar viele Gitarren, die er da drin hatte. Wunderbar insgesamt, viele Gitarren. Insgesamt war halt der Anteil an Stereo-Informationen, also an Informationen, die out of phase sind sozusagen, war höher als die Informationen, die Mono waren. Mhm. Weil die jetzt sagen, was ist das? Ihr kennt bestimmt alle einen Correlation Meter. Ja.
ne, Korrelationsmessungsgerät. Ja. So, und wenn du ganz rechts bist, bei plus 1, ja, dann ist alles in Phase, alles mono, exakt gleich. Wenn alles ganz links ist, bei minus 1, dann ist alles, was ihr an Signalen habt, komplett out of phase. Und in der Mitte gibt es eine Null. Null. So. Jetzt kommt mal wieder hier das Lehrbuch, was es nicht geben sollte. Also ja, man sollte schon versuchen, finde ich, immer im positiven Bereich zu bleiben. Zumindest die meiste Zeit. Ne? Und es war halt irgendwie immer zwischen 0 und minus 0,5, also im negativen Bereich und eben über den gesamten Frequenzbereich. Ja. Und es war so ein bisschen schwierig, weil ich konnte das Stereofeld jetzt auch nicht einfach prinzipiell verkleinern, weil dann sich alles komplett zugematscht hat, ja, was passiert, was da war. Ich habe so ein paar Sachen probiert und tatsächlich habe ich dann mal wieder etwas benutzt oder etwas angewendet, was ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. Ne? Und zwar habe ich einfach ein Parallelprozessing gemacht im, ja, Mastering, wo ich das Signal, das bereits bearbeitete Signal, also den Stereo-Mix, ja, auf einen Bus geschickt habe. Ja. Ja. Auf diesem Bus habe ich ein 1176 Universal Audio, was auch immer, Plugin, ja, was volle Granate drauf schmeißt, ja, also die Nadel fast dauerhaft bei minus 20 oder was ist das, ja, da? Ne? Ja, ja, stehen bleibt. Genau. Hat sich nicht mehr bewegt. Ne? Relativ schneller Attack, ja, mittlere Release-Zeit. So, und hab danach einfach einen Mono-Maker draufgepackt. Also hab das Stereo-Signal Mono gemacht. Und das dann dazu geschoben. Hab das noch ein bisschen mit dem EQ gerade gebogen. Ganz wichtig, Parallel-Processing, Linear Phase EQ, ja, macht da mehr als Sinn. Ja. Oder Natural Phase, also so heißt es ja bei FabFilter. In dem Fall habe ich, glaube ich, tatsächlich Linear Phase benutzt. Und habe das Signal dazu gemischt. Ja. Sodass aus diesem total fetten und großen, aber halt komplett kollabierten, im Stereofeld kollabierten Mix, habe ich halt einfach nur in der Mitte, das gleiche auch nicht wenig, genau, habe das natürlich ein bisschen, ja, geformt, ja, ja, ne? Wo ich einfach nur Masse und Energie dann haben wollte in der Mitte, um dem Bass, vor allem eben diesem fetten Bass, ja, und aber auch den Gitarren einfach die Chance zu geben, auch, und das geht jetzt nicht darum, es ging nicht um Mono-Kompatibilität, dass ich wollte, dass das auf Mono gut klingt, ja, weil der Unterschied ist natürlich viel zu groß von, ja, auf Mono gut klingen und überhaupt erstmal funktionieren, ja, weil, ja, du, ja, wenn ich hier sitze, und das sagst du ja auch immer wieder, wenn ich auf hier der Seite Musik sitze, hören, genau, ja, ja, genau, oder auch wenn du hier hast, boah, das ist schon krass, so vom, wie man das Panorama auch wahrnimmt, ja, und sowas. Ja. Aber wenn du halt dann Musik hörst, diejenigen, die mich jetzt sehen, die sehen das veranschaulich visuell, aber wenn du halt die Musik nicht so wahrnimmst, das heißt, ich halte jetzt die Hände so quasi, oh, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen, so quasi auf die Breite meiner Ohren, sondern du hörst die Musik irgendwo da, ja, dann passt das irgendwie nicht. Ja. Also du hast keinen Fokus da, ne, ja, irgendwie, was so, wo die Musik dann wirklich oder die wichtigen Elemente da sind. Und guck mal, jetzt habe ich bestimmt 20 Minuten über dieses Thema gesprochen, aber eine Technik, die ich bestimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung, 6 Jahre nicht mehr benutzt habe. Ja, eine Abwandlung des New York Compression Tricks. Ganz genau. Die aber die einzige Möglichkeit war, dieses Problem in Anführungsstrichen zu fixen. Ja. Ja, weil ich konnte nicht auf den Mix zugreifen, ja, in dem Moment. Es musste aber fertig. Ja. Und ich habe es dann dem Nino geschickt und habe gesagt, du, pass auf, tut mir total leid. Ich habe es einfach nur jetzt geil gemacht. Wenn, hoffe, es gefällt dir. Genau, das ist jetzt irgendwie das Zehnfache, was ich sonst an Eingriff, ja, wirklich so mache. Ja, ja. Weil das natürlich den Mix komplett geändert hat. Ja, ne? Ja. Ich hoffe, das passt, weil das musste ja dann auch raus. Ne? Jetzt die Auflösung, ich, ja, kann es nicht mehr erwarten. Die Auflösung, die Auflösung war die, dass er sich dann irgendwie gemeldet hat und geschrieben hat, total genial. Besser hätte er sich das nicht vorstellen können und da ist ihm halt irgendwas so ein bisschen durchgerutscht, dass er das, ja, so mega, mega breit und mega kollabierend gemischt, ja, hat, ja, ohne Fokus und das Label war auch total begeistert. Das Ding ist dann dementsprechend, es ging glaube ich irgendwie um einen Sampler oder so, dass das irgendwie fertig musste, ja, weil das auf einen Sampler sollte. Geht jetzt übrigens Nummer 1 und Björn hat dann den Credit. Ja, ich denke nicht zumindest. Ja, aber mit dem Nino habe ich schon coole Sachen gemacht. Also für the Voice of Mexico oder wie auch immer das dann da heißt irgendwie.
The Voice heißt das wahrscheinlich The da. The Voice, ja. Genau. Ja, cooler Typ. Auf jeden Fall. Absolut. Ich habe tatsächlich, neulich habe ich bei mir gesessen, also wenn du, manchmal hat man es ja so, dass man, also ich habe das manchmal so, dass ich denke, ich sitze nicht genau in der Mitte zwischen meinen Speakern. Mhm. Und saß jetzt, aber ich habe extra bei mir am Schreibtisch so einen Strich gemacht. Sehr gut. Damit ich da auch die Mitte wirklich habe. Und sitze dann da so und habe bei uns im, wir haben im Premium-Bereich haben wir eine Rubrik, die heißt, wir hören deinen Mix, wo man dann seinen Mix hochladen kann. Die anderen Premium-Familienmitglieder können dann sagen, was sie davon halten. Ich schreibe da auch meistens was rein. Und einer unserer Premiums hatte dann seinen Mix da reingestellt. Und ich sitze da so und denke so, hä, bin ich mit dem Stuhl verrutscht? Ich habe auch Rollen unterm Stuhl geguckt. Nee, der Strich ist in der Mitte. So nach links und nach rechts gegangen. Irgendwas stimmt nicht. Da habe ich meinen Penguin angemacht und der Goniometer zeigte so wupp zur Seite. Und dann nochmal geguckt. Ah ja, guck mal, die rechte Seite ist, glaube ich, 1 dB leiser als die linke Seite. Wie auch immer das passiert ist, keine Ahnung. Weil er sagt, er hat es aus seiner DAW so ausgespielt. Habe ich nochmal überprüft. Ich nehme dann meistens, im Logic gibt es so einen Testtongenerator oder in Studio One gibt es den ja auch. Geguckt, ob mein Audio-Interface irgendwie verrutscht ist, irgendwie eine Seite. Ne, war alles gerade irgendwie. Und tatsächlich sitzt da, aber habe erst gedacht, so, dir hält einer auf der rechten Seite das Ohr zu irgendwie, wo du denkst, irgendwas stimmt doch hier nicht. Das, und dann musste ich tatsächlich erst technisch nachgucken und der Goniometer hat mir dann verraten. Habe ich tatsächlich häufiger, als du denkst, dass ich Mixe bekomme, die, die verrutscht sind und ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich es reparieren kann. Ja, gut, das ist schon mal gut. Ja, also ich nehme dann mal, mir bitte den Brainworks BX3 oder wie heißt dieser EQ? Der V3, ja, BX. BX V3 ja, oder V2, ja, genau, den gibt es ja, ja dann, genau, V1, ja, genau, V2. Ja, den gibt es ja auch von Universal Audio. Ich habe den von Universal Audio, glaube ich. Ich habe den, glaube ich, von der Plugin Alliance. Plugin Alliance, ja, genau, gibt es den auch. Das ist ja dieser, auch dieser MS Mastering EQ. Genau. Der ja auch super viele zusätzliche Features hat und unter anderem, also. Der hat übrigens den Monomaker an Bord und genau, den Stereo Verbreiter. Was auch immer. Und der hat auch so ein Balance-Ding. Mhm. Und ich weiß nicht warum, ich habe das tatsächlich wirklich häufiger als man denkt, dass da was verrutscht und das ist dieser Balance-Regler, womit du dann eben das einstellen kannst, ist für mich tausendmal besser als jetzt, man könnte ja einfach ein Gain-Plugin oder irgendwas benutzen, wo du halt links, rechts, ja, ne, wo du rechts ein dB raus und links ein dB rein oder wie auch immer drehst. Ja, könnte man auch mal. Also, ist ja genau das Gleiche. Da gibt es ja faszinierende Dinge. Wir haben ja letzte Woche auch tatsächlich in demselben Gespräch, als wir über Waves gesprochen haben, auch über ein Problemchen gesprochen, was ich tatsächlich hatte. Ich hatte ja meine Stimme abgemischt. Mit deinem Studio One und meine Stimme piekte ja auf dem Kanal bei 0 dB und kam aber auf dem Masterbus mit minus 3 an. Und das kam mir irgendwie, ich wollte halt, dass die auf dem Masterbus auch so laut ist wie möglich. Irgendwie, ich wollte die 3 dB nicht verlieren. Und dann hattest du spontan keine Antwort. Ich habe dann gesucht und tatsächlich war es dann mit dem Panlaw, was du gerade gesagt hast, dass ein Kanalzug in Studio One, der auf Mono steht, in Mono 3 dB leiser ist, als wenn du ihn nach links oder rechts schiebst. Das machen die, damit das Monosignal, wenn du es nach links schiebst, nicht deutlich leiser wird und nach rechts schiebst, nicht deutlich leiser wird, sondern dass es im Verlauf dieser Kurve, dass es da also pegelstabil bleibt. Mhm. Faszinierend fand ich dann nur, wenn du den Kanal dann auf Stereo stellst, dann piekt er auf 0 und kommt auch auf 0 auf dem Master an. Mhm. Und wenn du ihn dann im Panorama verschiebst, dann wird er auch leiser. Mhm. Was ich ein bisschen irritierend fand, sag ich mal, hat mich aber zu der Herausforderung gebracht, wenn ich es mal so nennen möchte. Da kommt schon wieder der Nerd, der so Sachen ausprobiert, dass dann weitergedacht habe und mich gefragt habe, wie das Panlaw denn überhaupt funktioniert. Also das Panorama in Studio One. Da haben sie tatsächlich in Version 6 haben sie jetzt wohl ein Update gemacht. Das war vorher war das einfach nur, wenn du das Signal nach links geschoben hast, dann haben die halt links ganz hochgezogen und rechts runtergezogen. Also das war einfach nur so ein die haben nicht das Stereosignal nicht einfach dann zur Seite geschoben, also die rechte Seite auf die linke Seite mitgeschoben. Das ist ja nochmal was anderes, genau. Sondern haben einfach die rechte Seite ist leiser geworden, dadurch rutscht das Signal nach links. Und dann kommt Panlaw dazu, dann wird es halt links lauter gemacht, so damit es nicht leiser wird. So. Und dann habe ich tatsächlich witzigerweise, der Nerd in mir, hat dann einfach mal zwei Tongeneratoren genommen, einen hohen Ton, einen niedrigen Ton und habe die einfach nach links und rechts außen gepannt. Und habe dann die auf den Bus geschickt, sodass ich links den hohen Ton hatte, rechts den tiefen Ton. Und dann habe ich das Panorama verschoben. Und es war tatsächlich, dass der tiefe Ton, wenn ich nach links geschoben habe, dass der tiefe Ton weg war. Das heißt also, wenn du im Umkehrschluss, wenn du das Panorama benutzt und du benutzt zum Beispiel ein Stereo-Piano,
was klassisch aufgebaut ist wie ein Stereo-Piano. Also ein Stereo-Piano, was klassisch aufgenommen ist, es hat halt links die tiefen Noten und rechts die hohen Noten und alles dazwischen irgendwie so. Im Oder umgekehrt, je nachdem, aus welcher Sicht man es betrachtet. Und wenn du das Panorama dann benutzt, dann ist die hohe Seite weg. Ja. Wo du so, was? Genau, das ist die Gefahr. Also sehr, sehr faszinierend. Eine Sache. Das kannst du ja umstellen, wenn du mit Rechtsklick auf den Panorama da. Ja, seit Version 6. Aber erst habe ich dann herausgefunden, in Version 5 geht das nicht. In Logic geht das schon ziemlich lange. Und in Logic gibt es auch noch eine weitere Version, das Panorama zu nutzen, nämlich das binaurale Panorama, was sie jetzt bei Studio One dann aber auch mit reingenommen haben. Das war vorher ein Plugin, was du separat benutzen musstest, Binaural Pan. Und eben nicht auf dem Panorama haben sie jetzt auch umgesetzt. Aber wenn man mal so, man denkt da ja nicht drüber nach, weißt du, du nutzt einen Panoramaregler, schiebst nach links und denkst ja nicht drüber nach, dass plötzlich jetzt irgendwas vom Signal verschwunden sein könnte oder so, ne? Ja, das ist halt immer die Gefahr bei Stereosignalen, ne? Ja. Also ich habe jetzt auch die ganze Zeit, als du es erzählt hast, über diesen Begriff nachgedacht, wie das dann auch heißt. Ich habe vergessen, wie das. Ist das nicht auch Pan-Law oder ist das. Ne, Pan-Law ist eigentlich, wie sich die Pegel verhalten, ne? Das ist dann. Mir fällt der Begriff auch noch ein. Es wird auf jeden Fall auch noch mal ein Video dazu geben. Naja, ist auf jeden Fall super interessant, das zu wissen, was da passiert. Mhm. Ne? Einfach letzten Endes habe ich auch zu dir gesagt, naja, aber ändert sich denn was am Klang? Nee, ändert sich ja nicht. Ne? letzten Endes, aber ist ja klar, wenn du musst ja, je nachdem, wenn du jetzt mehrere Monosignale zum Beispiel zusammenfasst, dann möchtest du ja schon wissen, was für ein Pegel dann auch reinkommt. Ne, in den ja, Bus vor allem in meinem Fall ist es ja sogar so, ich spreche ja dann oft über Musik drüber. Ich duck die Musik zwar weg, aber muss natürlich trotzdem die Stimme so laut haben wie möglich, weil sonst komme ich einfach nicht drüber, ne, und dann funktioniert das ganze Ding nicht. Ich war nur erstmal irritiert, weil es war halt so glatt 3 dB und ich dachte, das kann eigentlich kein technischer Defekt sein. Hab dann auch Version 4, 5 und 6 ausprobiert von Studio One. Es war überall das Gleiche. Aber das dann halt das Verhalten, der Stereo-Track ist dann halt glatt auf 0 und der Mono-Track ist aber auf -3, ja. Ist dann schon irritierend, weil du müsstest ja dann im Umkehrschluss, wenn du den Mono-Track in der Mitte hast im Panorama und du möchtest, dass der bei 0 piekt, eine Bassdrum nehmen wir zum Beispiel, also eine Mono-Bassdrum, und du möchtest, dass sie bei 0 dB piekt, aus welchem Grund auch immer, da musst du den Fader halt um 3 dB hochschieben. Weil du die roten LEDs auch mitbezahlt hast. Weil die bezahlt sind und weil ich die bitte blinken sehen möchte. Ja, ja, genau. Aber ja, auch unter die Kategorie gut zu wissen. Also absolut. Also ne? Was ich mir halt wünschen würde, generell bei Studio One, bei dieser ganzen Kanalgeschichte, wäre einfach so ein bisschen die Augen Richtung Reaper, was ja eine sehr, sehr tolle DAW tatsächlich, kostenlose DAW ist Reaper. Oder ich glaube, ich habe sie aber noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Kostenlos, ja, eine kostenlose Version und 60 Euro musst du dann, glaube ich, bezahlen. Aber das ist ja ein Schiss. Also, was total cool ist, finde ich, auch gerade so jetzt aus meiner Sicht, so Mastering kann ich mir aber auch für alle anderen Anwendungsszenarien geil vorstellen, dass du ja wirklich sagen kannst, jedes Plugin, was du auf eine Spur draufpackst, soll das Stereo sein? Soll das Dual Mono sein? Soll das links sein, rechts sein, Mitte, Seite? Also du kannst das wirklich, bei Wavelab gibt es auch, dieses Feature. Bei Logic übrigens auch, nur ohne Mitte, Seite. Und bei Studio One mit diesem MS-Transform-Ding in diesem Mixer, das ist eine Katastrophe. Also natürlich funktioniert das, wenn du das draufpackst, MS-Transform, packst du dann über diesen komischen Baumdiagramm-Dings packst du dann deine Plugins, Mitte oder Seite. Dann musst du wieder diese Transform, dann musst du dran denken, dass du da 6 dB... Ich wollte gerade sagen, nicht vergessen, dass du 6 dB drauflegst, weil der nämlich auf dem Weg von zweimal Transform 6 dB verliert. So ein Quatsch, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, was mich sehr ärgert, weil man das auch... Jetzt gibt es mit Sicherheit Studio One-Nerds, die sagen, ja, kannst du dir ein Makro bauen? Natürlich kannst du dir ein Makro bauen, was dann erstmal diese quasi dieses Transformation hin macht. Habe ich aber gar keine Lust drauf, weil ich will vielleicht in dem Moment, wenn ich mir überlege, ich möchte jetzt auf Seitensignal keine Ahnung was machen, halt ein Tool, was ist nicht, also ein Plugin, was nicht Mitte-Seite fähig ist, möchte ich nur auf das Seitensignal oder das Monosignal haben, dann dauert mir das viel zu lange, selbst wenn ich dann ein Makro hätte.
das umzusetzen. Das würde ich mit tatsächlich in Studio One. Studio One hat schon viel umgesetzt oder Presonus hat schon viel umgesetzt. Ja, da kommt noch einiges, ja. Von dem, was ich mir auch gewünscht habe. Man kann ja übrigens da Tickets, heißt es ja, also ja. Klingt ja immer man kann so. Wünsche nach, einreichen. Genau, Wünsche ja, einreichen, genau. Also ein Ticket einreichen über die Presonus-Webseite. Und da sind tatsächlich, ich habe da zwar nie eine Antwort bekommen, aber viele Sachen umgesetzt worden. Also gerade was die Projektseite angeht, nur noch 47 Änderungen, dann würde ich sogar vielleicht in der Projektseite mastern. Ja, also sagen wir mal so, das liegt natürlich nicht an deinen Wünschen, sondern die lesen deinen Namen und dann sagen die, oh, hacken zusammen. Und dann jetzt, Miss Sophie, jetzt müssen wir mal ran. Apropos, wir müssen ran. Wir müssen nämlich ran ans Buffet, denn das Osterbuffet und die Eiersuche warten. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt mal ganz charmant hier aus dieser charmanten Osterfolge hier von euch aus dem Studio Master Studio. Und schalten Sie auch in 2 Wochen wieder ein. Wenn unser Freund Björn Schlüter sagt. Stereomixer in einem halligen, unkontrollierten Raum klingt immer noch besser als Atmosmixer. Oh Gott, das war mir zu kompliziert. Ich verbleib mal mit, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Macht's gut und schöne Ostern. Warum hast du das nicht kapiert? War mir zu kompliziert. Nein, ist alles gut. Das ist doch gerade das krasse Thema mit Atmos. Also nochmal, Stereo-Mix in einem nicht behandelten Raum ist immer noch besser, immer noch besser als ein Atmos-Mix. Ja.